Herzlich willkommen. Heute ein Folgevideo oder ein zweiter Teil zu dem Video vom Foto zum 3D-Objekt. Das hatte ich vor 4 Jahren schon hochgeladen, viele Fragen und jetzt einfach das Thema, was ist in 4 Jahren passiert? Gibt es hier andere Software, bessere Freeware, mit der man hier arbeiten kann? Dazu schauen wir uns heute das Programm Meshroom an. Das Programm Meshroom ist eine Freeware, die ihr downloaden könnt, ist ohne Installer, also läuft direkt aus dem Ordner, eine sogenannte Offline-Version. Grundvoraussetzung ist hier, dass ihr eine Grafikkarte von Nvidia habt. Mit anderen Grafikkarten funktioniert das Programm, glaube ich, nicht. Nach dem Download einfach entpacken und entsprechend die Exe aussuchen und starten. Die Benutzeroberfläche sieht auf dem ersten Moment etwas unübersichtlich aus, durch diesen Node-Editor, der hier unten mit angebracht ist. Wobei für die ersten Tests und so weiter und so fort hier die Einstellungen gar nicht groß verändert werden müssen. Als Beispiel habe ich mir Aufnahmen aus Dresden rausgesucht. Die sind auch nun schon wieder 4 oder 5 Jahre alt. Mit denen hatte ich auch damals schon Tests mit den alten Programmen durchgeführt. Und deswegen dachte ich, ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, das gleich hier nochmal anzusetzen. Hier mal kurz in der großen Ansicht. Also das ist so eine kleine Skulptur, die an einem Eingang dort angebracht war. Ich habe auch gar nicht viele Fotos gemacht. Ja. Das sind gerade mal 14 Aufnahmen. Und die würde ich jetzt einfach mal, das ist recht simpel gehalten, per Drag and Drop in das Programm ziehen. Nachdem die Daten hier reingezogen sind, einfach Start klicken. Das Programm sagte immer, man sollte vorher die Datei speichern. Natürlich machen wir das auch. Nennen wir das Ganze mal Test und starten nochmal. Jetzt fängt natürlich das Programm hier an zu arbeiten. Unten im Node-Editor sieht man mal, in welchem Schritt es gerade ist. Das Ganze dauert natürlich jetzt, je nachdem, wie viele Aufnahmen ihr hier reinladet, wie groß diese sind und so weiter, entsprechend lang. Ich würde hier jetzt einfach mal vorspulen und euch dann noch kurz sagen, wie lange es gedauert hat. So, das ging jetzt relativ zügig für die hier verwendete Hardware. Also es handelt sich hier wirklich um einen recht simplen Rechner mit einer, ich glaube, 1050 GTX. Also schon ein älteres Modell. Wirklich noch nicht mal wirklich zum Spielen geeignet. Aber für solche Anwendungen hier kann man das schon mal nutzen. Wenn der Rechner fertig ist, sieht man dann die Punktfolge, die hier berechnet wurde. Die Anordnung der Kameras, aus denen die unterschiedlichen Fotos gemacht wurden. Er ist jetzt auch ohne Fehler durchgelaufen. Alle Nodes sind grün. Und auf dem Desktop, da wo wir unsere Datei gespeichert hatten, sollte nun ein weiterer Ordner verfügbar sein. Das ist dieser Ordner, Meshroom Cache. In diesem sind nur die ganzen Daten, die das Programm angelegt hat. Für uns jetzt interessant ist der Ordner Texturing. Und hier liegt jetzt unsere Textur des Objektes und das 3D-Objekt im OBJ-Format. Damit wir uns das anschauen können, würde ich sagen, laden wir uns das Ganze mal in Blender. Dann können wir erstmal alles, was wir hier so haben, und gehen auf File, Import, wählen hier das entsprechende Format aus, gehen auf den Desktop in unserem Ordner und wählen hier die OBJ-Datei. Hier haben wir unser Objekt. Mal gleich ein bisschen größer. Setzen wir erstmal die Koordinaten richtig. Jetzt muss ich schauen hier. So. Wir drehen uns das entsprechend zurecht. Und sehen jetzt hier unser Objekt. Das hat natürlich noch einige Fehlstellen, da ich natürlich nur sehr wenige Fotos gemacht habe. Die man jetzt noch manuell füllen müsste. Wie sieht das Ganze jetzt gerendert aus? Mit Textur. So sieht das Ganze jetzt aus. Es ist schon faszinierend, was da so machbar ist. Wie gesagt, mit ein paar Fotos noch von unten und von oben hätte man sicherlich auch noch die Fehlstellen schließen können. Jetzt könnte man natürlich dieses Objekt noch mit anderen Programmen von den Knotenpunkten von den Polygonen her nach unten rechnen und könnte das dann auch zum Beispiel bei eigenen Spieleprojekten implementieren. So, hier das Ganze noch mal ganz kurz mit einer Lichtquelle, damit noch mal ganz deutlich wird, wenn man jetzt mal die Schatten verfolgt,
wie detailliert eigentlich das ganze Objekt dargestellt wird. Natürlich kann man jetzt auch noch am Material selbst etwas ändern. Ich muss auch das Objekt anklicken, sonst funktioniert es natürlich nicht. So. Hier haben wir jetzt die geladene Textur, den entsprechenden Shader für die Materialeinstellung und könnten jetzt zum Beispiel hier sagen, wir nehmen die Roughness etwas runter, gehen etwas ins Metallic, ja, zum Beispiel sieht es jetzt aus, als wäre es nass, weil es einfach etwas mehr reflektiert. Ja, das ist dann je nachdem, wofür ihr das Ganze braucht und was ihr damit vorhabt. Das soll es auch schon gewesen sein. Wie gesagt, das sind die Möglichkeiten 2020 mit einer Freeware. Ob das jetzt bessere Ergebnisse sind, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall vom Handling her wesentlich einfacher. Die Nachbearbeitung ist nicht ganz so stark und groß wie mit dem Programm meines letzten Videos vor 4 Jahren. Aber auch wenn man sich das hier anschaut, ganz ohne Nachbearbeitung wird es nicht funktionieren. Ja? Ich stelle schon ein paar Links rein. Ansonsten viel Spaß damit und bei Fragen schreibt mir einfach. Bis dann.